Ein Architekturjuwel ist der historische Stadtkern von Telgs. Die Bürgerhäuser am langgestreckten Zachariasplatz sind eine Augenweide, auch bei Regenwetter. Dank des schnellen Wiederaufbaus nach einem Stadtbrand im Jahre 1530 stört kein Stilbruch diese einzigartigen Renaissancebauten. Figurale Wandmalereien zieren die Fassade dieses Hauses. Es besitzt außerdem ein auf einer Konsole ruhenden Erker. Dieses Haus besitzt ein Venedig-Renaissance-Giebel, der mit Sgraffito-Werken ausgestattet wurde. Am Eingang zum Schloss steht die Allerheiligenkapelle. In ihr befindet sich der Grabstein von Zacharias von Radek und seiner ersten Frau Katharina von Wallenstein. Renaissance-Arkan umschließen den Hauptschlosshof. Der Schlossgarten wurde im Renaissance-Stil angelegt. Zu beiden Seiten des Gartens erheben sich Arkaden, in deren Nischen offenbar Büsten von Herrschern aufgestellt waren. Die Zeit bis zu einem Rundgang durch das Schloss verbringen wir bei einem Bummel durch Telgs. Die Marienstatue, es handelt sich um eine sogenannte Wolkenstatue mit dem Symbol der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria,
Die weiteren Statuen stellen die Heiligen Rosalie in der Höhle, den Heiligen Jakob, den Heiligen Sebastian und den Heiligen Nepomuk dar. Eine Fremdführerin ist erschienen. Der Rundgang durch das Schloss kann beginnen. Von den Arkangängen des Schlosshofes hat man einen sehr guten Überblick über die Schlossanlage. Wir befinden uns im Goldenen Saal. Die Decke des wichtigsten gesellschaftlichen Raumes im Schloss aus dem Jahre 1561 stellt einen außerordentlich wertvollen Beleg der Renaissance-Schnitzkunst dar. Die Schatzkammer mit Sgraffito-Malereien im Renaissance-Stil. Der Theatersaal besitzt Wandmalereien über den Kamin, die Herkules darstellen. Eine aufwendige Ausschmückung erfuhr der blaue Saal. Im Rittersaal befindet sich die Ausrüstung des Grafen Zacharias von Radek. Die Herrenkammer mit einer Sammlung von Zinn- und Steinbierkrügen. Der afrikanische Saal. Der Graf war ein leidenschaftlicher Jäger. Die Bibliothek. Im roten Salon endet unser Rundgang durch das Schloss. Mit einem Blick über Stadt und Schloss von Telgsch verabschieden wir uns von diesem Juwel.